erster Redner, Abgeordneter Dr. Fuchs. Danke, Herr Präsident. Beenden die Live-Übertragung der Parlamentssitzung. Wie immer kommt jetzt die Zeit im Bild. Bleiben Sie dran und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das ist ein längst überfälliger Schritt. Das Firmenbuch gibt unter anderem darüber Auskunft, in wessen zivilrechtlichen Eigentum eine Gesellschaft steht. Das Grundbuch gibt darüber Auskunft, in wessen zivilrechtlichen Eigentum ein Grundstück steht. Und das Register der wirtschaftlichen Eigentümer gibt eben darüber Auskunft, in wessen wirtschaftlichen Eigentum ein Rechtsträger steht. Das Firmenbuch und das Grundbuch sind öffentlich zugängliche Register. Niemand käme auf die Idee, die Daten des Firmenbuches oder des Grundbuches aus Datenschutzgründen geheim zu halten, außer unser Finanzminister. Dem Finanzminister ist es ein ganz großes Anliegen, dass die Daten des wirtschaftlichen Eigentümerregisters nicht öffentlich zugänglich sind. Der Datenschutz und wieder einmal die EU dienen dem Finanzminister hier als fadenscheinige Ausrede. Das erinnert mich an die Diskussion im Plenum anlässlich der Beschlussfassung des Verrechnungspreis-Dokumentationsgesetzes. Da hat sich der Finanzminister auch ganz dezidiert gegen eine öffentliche Berichterstattung, dem sogenannten Country-by-Country-Reporting, ausgesprochen. Und damals diente dem Finanzminister das Völkerrecht als Ausrede. In diesem Zusammenhang darf ich auf einen Richtlinienvorschlag im Hinblick auf die Offenlegung von bestimmten Ertragssteuerinformationen durch bestimmte Unternehmen verweisen, welcher derzeit in Brüssel diskutiert wird. Diese Richtlinie würde wesentlich zur Erhöhung der öffentlichen Transparenz bei der Zahlung von Ertragssteuern durch multinationale Großkonzerne führen. Und was sagt unser Finanzminister dazu? Ich zitiere hier den Kurier vom 31. Mai 2017. Noch sperrt sich allerdings der Rat der EU-Finanzminister, darunter auch Hans-Jörg Schelling. Herr Finanzminister, die Erhöhung der Steuertransparenz wäre ein ganz wichtiger Schritt hin zur Steuergerechtigkeit. Mit Ihrer Blockadehaltung, Herr Finanzminister, gegen öffentliche Transparenz schützen Sie die multinationalen Großkonzerne zulasten der heimischen Steuerzahler. Einem vernünftigen Gesetz wie dem wirtschaftlichen Eigentümerregistergesetz wurden von Ihnen bereits vor Inkrafttreten die Zähne gezogen. Sie, Herr Finanzminister, beweisen uns immer wieder, dass Sie von öffentlicher Transparenz und von Steuergerechtigkeit überhaupt nichts halten.